Es ist Zeit für echte Helden. 84.000 Notrufe gehen jeden Tag in deutschen Rettungsstellen ein. Für Rettungskräfte der Startschuss zum Leben retten. Und diese Lebensretter, um diese Lebensretter dreht sich alles in der neuen Sat.1-Doku-Serie Notruf. Mit echten Fällen und spannenden Geschichten. Darunter auch Kindergartenkind Mia, die in einer Notsituation das einzig Richtige macht. Für ihre Oma wird sie zur Heldin. Die gerade mal 5 Jahre alte Mia. Feuerwehrnotruf. Hallo, ich bin Mia Roschka und meine Oma ist ganz schlimm hingefallen. Die kann gar nicht mehr aufstehen. Mia macht das, was sie im Kindergarten gelernt hat, die 112 wählen. Notfallsanitäter Fabian Rothe ist überrascht. Ich erinnere mich noch gut an diesen Einsatz, weil ich doch erstaunt darüber war, was kleine Kinder imstande sind zu leisten oder leisten zu können. In der Not hat Mia genau richtig gehandelt. Da ist die Oma. Hallo Frau Roschka, hören Sie uns? So kann ihrer Oma so schnell wie möglich geholfen werden. Ja, mehr spannende und emotionale Fälle gibt es in der Sat.1-Doku-Serie Notruf. Hier kommen Einsatz- und Rettungskräfte aus echten Fällen zu Wort, moderiert von Bärbel Schäfer. Kennen Sie, in den 90ern war sie mit ihrer Show die Talkqueen schlechthin. What? Die nun. Wir wollten doch nicht über die 90er reden. Bisschen müssen wir drücken. Nach dieser neuen Zeit jetzt ist diese neue Doku-Serie ist ihr absolutes Herzensprojekt. Und warum? Darüber sprechen wir jetzt mit ihr. Hallo Bärbel Schäfer, schön, dass du da bist. Genau, es ist eine außergewöhnliche Situation, gerade da, was wir gerade gesehen haben. Dieses 5-jährige Kind kommt, macht eigentlich das einzige Richtige. Was sind so die speziellen Fälle bei Notruf, die dich wirklich gefesselt haben? Also ich meine, das Leben besteht aus sehr vielen schönen Momenten, aber eben auch aus vielen Gefahren. Einen haben wir gerade gesehen, aber das kann natürlich auch was sein zum Fall. Diabetes, irgendwelche Symptome, die wir vielleicht gar nicht deuten können. Herzinfarkt. Es kann sein, dass Kinder Sekundenkleber schlucken. Mich hat sehr berührt ein Fall, wo eine Frau einen gewalttätigen Partner hatte. Mhm. Und darüber berichten die Notfallsanitäter. Also diese sind natürlich noch näher dran als ich, aber häusliche Gewalt ist natürlich, glaube ich, ein Thema, was jeden aufregen sollte und wie man sich dann verhalten kann. Ja. Was ist das Besondere an der Moderation von Notruf für dich? Das ist ja, du bist ja nicht im Fokus sozusagen. Ne? Nein, wir sind praktisch drei Teile, also eben die Szenen, die wir gesehen haben, die ja nachgestellt werden nochmal von den Menschen, die im Fokus stehen, den Notfallärzten, Rettungssanitätern, Notfallsanitätern, also die, die auch vor Ort sind und die anders als wir beide wahrscheinlich die Nerven bewahren, wenn dann tatsächlich was los ist. Und ich bilde so ein bisschen den Rahmen und ordne ein und kann vielleicht auch noch mal den einen Hinweis geben, ein bisschen Hintergrundwissen, Facts. Und für mich ist es natürlich auch ein bisschen ungewöhnlich, weil ich gar kein Gegenüber habe. Mhm. Ja, sondern sonst bin ich ja immer in einer Talk-Situation, einer Gesprächssituation. Bei HR3 ist das so, im Sonntagstalk, in anderen Situationen. Keine Ahnung, bei Book Deluxe, bei meinem Buch-Podcast ist das natürlich auch so. Da habe ich Bestseller-Autoren mir gegenüber sitzen. Und jetzt habe ich im Herzen natürlich die Fälle, die die Sanitäter bewegen. Aber ist das, hast du auch das Gefühl, ich habe das im Teaser ja auch gesagt, dass viele von den Rettungssanitätern nicht so ein bisschen, also nicht die Aufmerksamkeit bekommen und vielleicht auch nicht den Respekt, den sie verdienen. Hast du dieses Gefühl auch? Mhm. Also ein ganz wichtiges Wort, was du jetzt nochmal sagst, Respekt. Mhm. Ich glaube, der hat einfach in den letzten Jahren ein bisschen nachgelassen. Wir gehen ja alle sehr viel roher miteinander um. Der Ton ist rauer geworden und eben leider auch gegenüber den Menschen, die wir ja brauchen in einer Notsituation. Nur die wissen, was man machen kann, um Leben zu retten. Und von daher empfinde ich das schon als sehr respektlos, wenn man dann sagt, ich mache mal einen Fake-Anruf oder ich lock die in eine Falle oder ich greife sie an. Solche Bilder haben wir ja nicht nur von Silvester, sondern das kennt man auch von anderen Situationen, wo es dann eskaliert. Und ich glaube, man muss sich einfach nur mal in die Situation versetzen. Dein Freund, deine Freundin, deine Familie ist in einer Notsituation. Und dann verhindern irgendwelche anderen Vollidioten, dass denen geholfen wird. Ja. Und letztendlich geht es ja darum, Leben zu retten. Und das machen die sehr, sehr professionell. Und da sollten wir alle respektvoller sein. Wenn wir mal ein bisschen persönlicher, wann hast du denn einen Notruf? Hast du sowas schon einen Notruf abgesetzt? Wann war das bei dir? Ja, also natürlich kennen wir alle Situationen aus der privaten Familiensituation oder von Kollegen. Ich kenne es auch aus dem Redaktionsalltag.
wo wir einen Notruf abgesetzt haben. Und das ist ja total verrückt. Du rufst an und 3 bis 5 Minuten später steht da so ein komplett ausgestatteter Wagen mit den Profis an Bord. Und das haben wir auch in unserem Land, das funktioniert. Vielleicht ist es auf dem Land, dauert es dann immer noch mal ein bisschen länger. Aber ich weiß natürlich auch, als mein Bruder tödlich verunglückt ist, dass Notfallärzte und Notfallsanitäter versucht haben, an der Autobahn damals, da Ausfahrt Pegnitz, ihm das Leben zu retten. Also ich bin niemand, der sich aufregt, wenn man im Stau steht, weil da vorne Blaulicht ist. Weil ich weiß, Menschen versuchen, in diesem Fall meinem geliebten Bruder dann das Leben zu retten. Bei ihm hat es nicht funktioniert, der ist ja tödlich verunglückt. Ja. Aber in anderen Situationen zählt ja wirklich jede Minute und jede Sekunde. Aber aufgrund dieser Geschichte fasst dich das dann auch so besonders an, auch gerade diese Serie oder diese so? Ja, also mich fassen die Geschichten an. Ja. Und das ist ja eigentlich, was mich beruflich mein ganzes Leben begleitet. Dieser Wahnsinn des Lebens mit all den schönen Momenten, aber eben auch all den traurigen Momenten. Und diese Notfallsanitäter stehen da eben auch mitten im Leben. Und die mit zu supporten, finde ich, ist eine gute Sache. Schönen Momenten, ganz kurz müssen wir drüber sprechen. Du bist seit 20 Jahren, ich habe es nachgegoogelt, 20 Jahren verheiratet. Ja. Ich frage mich... Machen wir jetzt eine Ehetherapie? Nee, aber ich frage mich, ich meine, ihr seid ja in einer exponierten Stellung, ihr seid in den Medien. Es funktioniert nicht immer so gut. Was habt ihr richtig gemacht, was vielleicht andere nicht? Oder was ist euer Geheimnis? Also bei uns funktioniert es gut, meinst du, oder nicht so gut? Doch, hört sich gut an, nach 20 Jahren. Wir machen was zusammen on air. Vielleicht ist das Geheimnis. Und ich denke, ja, Humor und Kommunikation hilft auch, ne? Ja. Ja, also ja, von daher, 20 Jahre, das war doch wie ein Wimpernschatz. Bärbel Schäfer, schön, dass du da bist. Ist ja auch ein toller Mann. Man muss ja auch immer sagen, mit wem bist du denn verheiratet? Mit dem ist es total leicht, verheiratet zu sein. Wäre es mit dir auch. Notruf, Montag bis Freitag um 18 Uhr auf Sat.1 und auch bei Show Join, müssen wir noch mal sagen. Vielen Dank, dass du bei bist. Wir reden gleich noch mal. Oh, freue ich mich drauf. Danke jetzt dir. Reden wir schon identisch. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.